Du hilfst anderen, du gefällst anderen, das ist auch ein Ego. Aber das ist ein positives Ego. Du bekommst gutes Karma. Und ein negatives Ego bedeutet, dass du andere hast. Dass du das Leben anderer Menschen ruinierst. All das ist ein negatives Ego. Das Handeln der Sein ist da und deshalb gibt es ein Ego, ob du Gutes oder Schlechtes tust. Das Handeln der Sein, ich tue Gutes, ich helfe, ich bin hilfreich, solange du nicht realisierst, wer du wirklich bist. Wenn du glaubst, ich bin reine Seele, solange du nicht deine Seele realisierst, muss es zwangsläufig ein Ego geben. Deine Existenz ist nichts als die Existenz eines Egos. Nur wenn du da herauskommst und in deiner Seele bleibst, nur dann gibt es kein Ego. Am Fundament gibt es das Ego. Und dann, was immer du tust, ob Gutes oder Schlechtes, aber am Fundament ist das handelnde Sein da. Das Ich ist am falschen Platz, nicht in der Seele, sondern in Chandobai. Das nennt man Ego. In der Sprache von Gnan und vom Gnani ist das Ego etwas anderes. Ego bedeutet, dass du am falschen Platz bist, statt an deinem richtigen Platz. Ich bin reine Seele. Das ist das Ego am richtigen Platz. Das heißt, da gibt es kein Ego. Aber wenn du sagst, ich bin Chandobai, bedeutet es, dass du am falschen Platz bist. Du bist nicht Chandobai, sondern dein Name ist Chandobai, der gegeben wurde, um den Körper zu identifizieren. Und dennoch glaubst du, ich bin Chandobai. Das nennt man Ego. Und das Ego ist am Fundament immer da. Solange du deinen Platz nicht wechselst und von Chandobai in deine reine Seele kommst. Und dann, ob du Gutes oder Schlechtes tust, das Ego ist da. Wenn du Gutes tust, kreierst du gutes Karma und wenn du Schlechtes tust, kreierst du schlechtes Karma. Das ist alles. Eine einfache Gleichung.